Besondere am Internationalen Literaturpreis liegt schon in seinem Namen. Er ist international und das heißt, in einer Zeit wie der heutigen, der unsrigen gerade jetzt, also einer Zeit des Wiederkehrs des Nationalismus, macht das den Preis schon per se politisch. Ich finde den Internationalen Literaturpreis sehr wichtig, weil er Literatur stark machen kann, die wirklich aus dem Heute kommt, wo Autorinnen und Autoren sich für heute mit den Stilmitteln, die man braucht, um die Gegenwart zu beschreiben, da ins Gewühl stürzen und sich auf uns stürzen als Juroren. Ich fand, dass jetzt gerade in der Shortlist-Diskussion mit harten Bandagen gekämpft wurde, aber es war sehr lebhaft und das ist ja nicht das Schlechteste. Eigentlich ist eine gute Jury-Sitzung immer emotional. Also wenn man keine Emotionen mit den Büchern verbindet, für die man eintreten möchte, dann wird man die auch nicht durchbekommen. Das Schöne an der diesjährigen Shortlist ist die Diversität der Bücher, sowohl in ihrer literarischen Form als auch in den Herkunftsländern, aus welchen Sprachen sie übersetzt werden. Eine gute Übersetzung macht vor allen Dingen aus, dass man ihr nicht anmerkt, dass sie eine Übersetzung ist. Es gibt keine Äquivalenz auf Deutsch für bestimmte Ausdrücke aus Französisch oder aus einer afrikanischen Sprache und so weiter. Und es ist eigentlich der Übersetzer, die Übersetzerin, die etwas Neues eigentlich erfinden muss. Tolle übersetzte internationale Literatur, die anerkennt, dass ohne die Arbeit der Übersetzerinnen und Übersetzer die Literatur nicht zugänglich gemacht werden könnte. Das sind Texte, die schon von einer wirklichen Brutalität leben, aber die damit auf, wie ich finde, bewundernswerte Weise umgehen. Ich finde es viele Bücher hier, dass die ästhetisch eigentlich radikal sind. Und das freut mich sehr, sehr, sehr. Von sich selbst überschlagenden, atemlosen Sequenzen, hochphilosophisch offen gebrochenes, also ganz, ganz breites Spektrum unterschiedlicher und ganz großartiger literarischer Ansätze. Deswegen hoffen wir als Jury, dass man diese Shortlist als einen Vorschlag, alle 6 Bücher zu lesen, wahrnimmt, weil das Welten öffnet und das eigene Denken und Sehen schärfen, befördern, verändern kann.